Ich hoffe, dass ich das Spiel irgendwann auch vernünftig streamen kann, in einer vernünftigen Qualität. Denn es würde mir selber keinen Spaß machen, wenn ich das streame und dann die Quali so runterschrauben muss, dass man eigentlich nur noch ein paar Pixelblöckchen vor sich her rendert. Und da gehe ich jetzt ganz einfach davon aus, das unterstelle ich euch, dass ihr da auch gar keinen Spaß haben werdet, das zuzugucken. Aus dem Grunde wird es in dieser Let's-Test-Phase, wie ich es im Moment habe, eine Videoreihe geben. Wie ausführlich, wie lang, keine Ahnung. Und wenn das Spiel von mir dann von einem Let's-Test in ein Let's-Play erhoben wird, dann weiß ich auch nicht, ob ich dann sage, so, ich starte auf einem ganz neuen Server oder ich baue hier weiter. Das sind alles Sachen, die werden, wie gesagt, in Zukunft zeigen, bringen und ergeben. Und ihr habt das Privileg, von Anfang an mit dabei sein zu dürfen. Ja, ich weiß, es ist fies, diese kleinen Turtles zu verhauen. Bei den großen kriege ich aber im Moment zu sehr Haue. Oder ich stelle mich da zu blöd an im Moment. Und ja. Bin halt ein kleiner Feigling. Werde jetzt aber doch wohl mal eine neue Kiste herstellen müssen, denn so wie es ausschaut, Blick nach links oben auf unsere Gewichtsanzeige heißt, dass wir fast voll sind. Und ich glaube, wir haben gerade mal 200 Steine oder so. Ja, 230. Das gleiche brauchen wir ja nochmal. Also die gleiche Menge brauchen wir nochmal on top. Wenn wir die jetzt hier wirklich farmen, können wir uns nicht mehr bewegen. Dies heucht für uns ab nach Hause. Ich will jetzt mal nach Hause dackeln. Ist er zum Glück nicht weit, wir wohnen ja direkt um die Ecke. Ihr habt es gemerkt in dem Augenblick, wo ich drauf gedrückt habe. 1, 2, 3, 4. Ich krieg's nicht aus der Birne. Ich krieg wirklich nicht aus der Birne, da auf eine falsche Taste zu drücken. Kann ich Holz in Zwirn herstellen? Nee, das waren, glaube ich, zwei verschiedene Komponenten, ne? Zwirn war, glaube ich, Pflanze. Muss ich jetzt eben ein bisschen Zwirn organisieren. Und 100 Holz brauche ich dann auch. Eine weitere Kiste reicht. Dann gib mir mal. Ne, das waren Pflanzenfasern und. Und dann kann. Ich hab das noch nicht so ganz so raus. Waren das denn Pflanzenfasern? Pflanzenfasern, Samen, Äste? Oder war das was, was zum Herstellen war? Ich glaube, Zwirn war direkt ein Herstellungsgut dann, ne? Gebrauchsobjekte. Hier von links nach. Also ich habe mehr Sachen, als ich dachte, weil ich habe wieder alles in einem Fenster nur gesehen. Das war natürlich ein Fehler meinerseits. Rezept Fackel. Behelfsmäßige Fackel, das war die neue. Kohle. Kohle brauchen wir noch irgendwo, ja. Königliches Diadem, oh Gottchen. Ja, das heißt, wir haben mehr Sachen, als ich eigentlich zur Verfügung, was ich mir eigentlich gedacht hatte. Weil das ja, auf verschiedenen Karteireitern ist. Werkbank eines. Okay, da brauche ich erstmal die
Alles der Reihe nach, Sammy. Alles der Reihe nach. Ganz, ganz gemütlich. Steinschwert. Wollte Zwirn herstellen. Ich meine, ich hätte doch schon mal Zwirn gemacht. Das brauchte ich doch, glaube ich, hierfür, ne? Ne, das war ein... Für irgendwas habe ich Zwirn benötigt, glaube ich. Aber ich finde das gerade nicht. So. ZW Zwirn. Oh, zack, haben wir's. Herstellen. Stimmt, das sah aus wie ein Stamm. Wie so ein Holzstock. Habe ich, glaube ich, gerade gesehen, aber überlesen. Wie viel hat er jetzt hergestellt und wie viel brauche ich generell? Beziehungsweise, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal herstellen? Kiste, genau, Kiste. Eine Kiste wollte ich herstellen, das habe ich jetzt hiermit getan. Und ich glaube, es wird Dusterer, ne? Wenn ich das sehe. Also wenn ich das so richtig sehe, meine ich natürlich. Das heißt, ich werde jetzt hier vorne mit der Kiste anfangen. Kann ich hier vielleicht dann gleich noch zwei, drei Kisten nebeneinander stellen? Alles geben. Das reicht. Das brauchte der nicht. Sehr schön. Das wollte ich auch eher am Mann halten. Weil Holz und Stein wollte ich in die andere Kiste reinpacken. Nehmen wir Zwirn, das brauche ich wahrscheinlich noch zum Verarbeiten. Und Trinkschlauch, nö, ich habe direkt meine Wasserquelle hier vor Ort. Da brauche ich im Moment mich nicht großartig mit aufzuhalten. Ich habe dran gedacht. Ich habe tatsächlich dran gedacht. 1, 2, 3, 400, 430. Eine Tour noch. Jetzt sind wir ja ganz leer. Wenn ich jetzt noch eine komplette Tour organisiere, dann dürften wir mehr Stein haben, als wir für diese Schmiede brauchen. Und dann stellen wir die Schmiede auf. Ich vermute, dass wir allerdings erst wieder ein paar Foundations herstellen müssen. Damit wir halt auch wissen, wo wir das hinstellen. Ach, ich vergaß die ganze Zeit. Hier gibt es ja auch irgendwo Krokos, ne? Die rennen so ganz gemütlich immer ab ins Wasser, ab ins Wasser, ab ins Wasser und... Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir am Anfang hier von zwei, drei Krokos verfolgt wurden. Die, glaube ich, ein bisschen Lust auf Semifleisch hatten. Und trotzdem, dass wir in beiden Händen jetzt was drin haben, kann ich immer noch mit E, hier Pflanzen und so weiter alles einsammeln. Recht gut gemacht. Man muss also nicht immer die Hände leer machen, Waffen wegpacken und ähnliches. Also, das gefällt mir. Jetzt schaue ich mal hier oben an dem Lagerfeuer, was es da Schönes gibt. Ja, Verbandenlager auskundschaften. Ich gehe ja schon. Bin ganz lieb und nett, ich gehe ja weg. Weiß, ihr seht jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ich lasse gerade meine Fackel reparieren, aber die Jungs haben nach 10 Metern aufgehört, mich zu verfolgen.
Die wollten wahrscheinlich nur ganz ungestört sein. Was ich durchaus nachvollziehen kann. Ich will sie da auch nicht weiter stören. Stein haben wir jetzt 137, das reicht. Zumindest fürs Herstellen von unserem ersten. Damit haben wir alles am Mann, was wir brauchen. Denn das Ding war ja nur aus Stein. Genau. Wie lange dauert das Ganze? Aber zeitliche Angabe steht jetzt nicht, aber ja, so schnell, so lange ist es nicht. Und können wir direkt gucken, wie groß das Ding ist. Oh, es geht. Es geht, es geht. Ein bisschen größer als eine Foundation. Ja, da war ja die andere Sache, ne? Wir brauchen ja ein paar Foundations. Was habe ich jetzt gemacht? Eisenschnitt Klettern abgeschlossen. Okay, ich habe geklettert. Wie habe ich jetzt... Ich weiß gar nicht mehr, dass ich geklettert habe. Hallo? Hörst du auf, da Randale zu machen? Ist es denn wahr? Komm, lass dich hier von den... Ach, der springt. Ah, erst einmal gesehen, dass der springt. Das war's. Also ich nutze das jetzt aus. Also kacken dreist. Solange die Bogenschützen da oben rumschwirren und so weiter, ich nutze das aus. Da kenne ich jetzt nichts. Aber wie bin ich jetzt nochmal geklettert? War bestimmt... So nicht. Ah, okay. Einfach. Das ist einfach. Das ist jetzt nicht so sehr kompliziert. Das kann ich mir merken. Hoffe ich. Und ich denke, dass ich diese Einblendungen auch irgendwann weg habe. Also oben rechts die Einblendung, unten rechts die Einblendungen. Weil ich habe schon mehrfach die jeweiligen Tasten genutzt. Was es jetzt also nicht sein kann, dass ich immer noch da ein paar Sachen lernen muss. Oder vielleicht kann ich nachher die Tooltips irgendwo deaktivieren. Aber das habe ich halt noch nicht gesehen. Jedenfalls ist die Nacht sehr kurz. Um mal ganz schnell und ganz unauffällig das Thema zu wechseln. Die Nacht ist so kurz, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass sie schon wieder vorbei ist. Nein, Scherz, natürlich habe ich das mitbekommen. Ich lasse mir hier für die Ecke was anderes einfallen. Ich mache hier erstmal die Wände zu. Stell davor die Schmiede. Mache ich da jetzt mit oder mache ich da ohne? Mit Fenster, ohne Fenster, so eine kleine Sache. Ich mache mal ohne. Herstellen. Ich kann nur eine herstellen, weil was mir fehlt. So, beides. Gut, beides fehlt, beides habe ich aber da. Okay. Nee, Steine habe ich nicht mehr. Aber ihr seht, ne? Zack, alles wieder an Material aufgebraucht. Wo ich erst gedacht hätte, es könnte reichen. Nix ist. nix ist. Das auch nö. Ach, Tür lasse ich auf. Ich bin ja hier in der Nähe, da lasse ich jetzt einfach mal die Tür auf. Außerdem hatte ich ja vorhin da drin gepennt und so weiter. Ne? Man soll ja einmal kurz durchlüften. Deine Mama ist gerade von den bösen Leuten da oben umgebracht worden und damit du jetzt nicht elendig verhungerst, wenn du so ein kleiner Knirps bist und so weiter, erlöse ich dich lieber.
rechtfertige ich jetzt einfach mal schnell den Mord an kleinen Tieren. Übrigens, was wir jetzt hier ganz sehr schön erkennen können an dem Schatten, wir sind ein Geist. Wir sehen nur die schwingende Axt. Und die Picke. Wir sind ein Geist. Cool. Na, ich denke, das wird mit meinen Einstellungen zu tun haben, weil ich ja Schattenqualität ein bisschen runtergeschraubt habe. Weil hier die Jungs, die da rumschwirren, die haben ja einen Schatten. Warum sollten wir dann selber keinen haben? Wäre ja ein bisschen widersinnig, gell? Ich hoffe, ihr hört das Drücken der Taste E nicht so. Ich das jetzt natürlich gerade am Spammen bin, wie man das so schön sagt. Um die ganzen Sachen hier aufzunehmen, die am Boden rumliegen. Ich mache immer so einen Misch zwischen die Sachen, die am Boden liegen und Fällen von erneuerbaren nachwachsenden Ressourcen. Damit die auch eine Möglichkeit haben, nachzuwachsen. Und wenn ich jetzt nur Axt schwingend wie ein Serienmörder hier in der Gegend rumrenne und mir die Bäume fälle, dann haben die ja gar keine Zeit, um nachzuwachsen.